Takarish Wadam. Winjar Alajarish. Hatakar. Guarpeti Pacharish. Harish. Sibalti Yiguarish. Ma. Ul Udams. Winja. Waita Waika. Hawaija Salwa. Takar. Palhur. Winja Laja Daos. Und mit diesem Einspieler ein ganz herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Far Cry Primal. Ja, da wurde nochmal ein bisschen was wiederholt und es geht natürlich weiter der Kampf. In der letzten Folge haben wir auch die Izilla zum ersten Mal konfrontiert in einem Kampf. Ja, da haben wir noch viel vor uns. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie storytechnisch jetzt weitergeht. Weil ich da jetzt auch mal gern weitermachen würde. Wenn er fertig wäre mit seinem Ladebildschirm. Wunderbar. So, ich schnapp mir erstmal wieder meine Sachen aus dem Belohnungslager, das alte Spiel. Elf Fleisch einfach mal eingepackt. Taka hat Hunger. Aber es ist ja einfach nur gut, weil wir das dann eh wieder brauchen. Um uns zu heilen oder unsere Bestie. Ja, wir müssen Dachse jagen gehen. Das könnten wir machen. Für Karus Hütte brauchen wir noch Wolfsfell. Das heißt, wir könnten auch... Wir sollten auch Wölfe jagen gehen. Für ihre Hütte. Oh je. Da brauchen wir noch einiges. Sie hat Fleisch für uns rumliegen lassen. Wir sind eh voll jetzt mit Fleisch. Da liegt noch Fisch, abgenagter Fisch liegt da rum. Okay, mal gucken, ob wir sonst noch was brauchen für Karus Hütte. Ne, nur noch zwei Wolfsfell. Gut, Handwerk, was können wir hier machen? Eine Falle. Du kannst doch keine Fallen. Lege diese versteckten Fallen, um Raubtiere und Gegner zu überraschen und abzuschrecken. Okay, gut, wir können also ab jetzt Fallen herstellen und einsetzen. Fähigkeiten haben wir nur einen Punkt gesehen. Das heißt, wir können hier noch nichts machen. Wölfe hat 2 hier oben. Und dann würde ich sagen, reisen wir hier hin. Wie schon des Öfteren, als wir Wolfsfell gebraucht haben. Und jagen 2 Wölfe. Dann können wir Karus Hütte bauen. Und dann können wir irgendwie schauen, dass wir vielleicht noch 3 Dachse finden. Dann können wir unsere eigene Höhle noch upgraden. Ah, das müssen wir mal schauen jetzt. Unser Löwe ist auch irgendwo am Start. Der ist da hinten irgendwo unterwegs. Kommt jetzt zu uns. Da hat es irgendeine Wenchabe-Frei-Helf-Aktion, was auch immer. Das ist Wencha. Hört immer auf zu rennen, sonst treffe ich euch nie. So treffe ich die nicht. Okay, mal Takedown. Sehr schön, Takedown durchgeführt. Okay, mein Löwe hat es erledigt. So, das war er. Okay, das haben die Venture schon erledigt. Ich habe nicht sonderlich gut geschossen, aber das hat in dem Fall gereicht. Ich plündere die mal kurz. Kriege ich auch meine Pfeile wieder. Wir kriegen... Ah, okay. Neue Dorfbewohner plus 3. Das finde ich immer gut. Unser Löwe ist auch da, unser Schwarzer. Sehr schön. Und jetzt haben wir den neuen Fähigkeitenpunkt. Schneller in der Hocke bewegen, mehr Fleisch bekommen. Automatisch looten, da unten haben wir noch Bögen im Sprint nachladen, doppelte Keulen, doppelte Stachelbomben. Ich würde mal sagen, wir machen, dass wir auch im Sprint einen Pfeil nachlegen können. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir dauernd mit dem Pfeil und Bogen unterwegs sind. So, wo sind jetzt die Wölfe? Irgendwo hier in dem Gebiet. Nur halt tagsüber leider weniger. Auch, aber eben weniger.
Nachts wäre es jetzt, glaube ich, kein Problem. Da kämen wir eine ganze Wolfsbande. Da hat es nur Ziegen. Aber Wölfe hat es hier gerade nicht. Ah. Lässt du wohl die Ziege in Ruhe? Hallo? Löwe, hol den mal. Der ist eh schon angekratzt, der Wolf. So. Da hat es nicht mehr viel gebraucht. Danke, mein Freund. Da kippt er um. Das war Wolf Nummer 1. Einen brauchen wir noch. Muss hier einfach mal ein bisschen hin und her laufen. Dann kommt garantiert noch einer. Da hinten, das war wieder ein Vogel auf der Karte. Ach, da lag noch ein Pfeil rum. Nur 10 Pfeile. Okay, jetzt sind wir wieder voll. Da gibt es dann noch ein paar Knochen. Hallo? Achso, unser Löwe. Nam nam. So, der kriegt noch ein bisschen Fleisch, dann ist der auch wieder fit. Aber wir bräuchten jetzt noch einen Wolf. Das wäre ganz toll, wenn da noch einer vorbei käme. Das ist ein Wildschwein da unten. Schiefer. Das kann nie schaden. Aber Wölfe, Fehlanzeige. Na, ich würde sagen, dann finden wir die irgendwann mal so nebenher. In irgendwas Handwerks. Speergürtel. 3 Wolfsfell, gut. Dann müssen wir eben irgendwann anders die Wölfe zusammen bekommen. Wir können jetzt 3 Speere mit uns tragen und nicht nur 2. Sehr schön. Das ist immer schön, wenn man dann mehr Kapazität hat. Und ich wollte jetzt dann demnächst mal hier rüber gehen, zu den beiden hier durchdringen. Das heißt, wir reisen mal hier hin und bahnen uns dann unseren Weg hier so rechts durch. Naja, das machen wir jetzt und in den nächsten Folgen. So, hier sind wir also gelandet. Und da wollen wir hin. Stammeskonflikt vernichten, dann können wir noch ein paar Gegner platt machen, da waren wir auch in der letzten Folge. Da habe ich das aber gelassen, weil ich da mit Maus und Tastatur unterwegs war und nicht wusste, wie gut das funktioniert. Ja, jetzt habe ich wieder den Controller, die Akkus sind wieder voll. Das heißt, das Steuerungsproblem, was jetzt welche Taste ist, an der Maus und Tastatur habe ich jetzt nicht mehr. Und dann würde ich sagen, machen wir ein paar Izila platt. So, das hätten wir also. Wir kriegen da auch einen Fähigkeitenpunkt dafür. Das ist immer gut. 100 Schritte nach da hinten. Erreiche das Lager. Südpurpur platt. Naja, wenn wir schon mal hier sind, können wir das ja einsammeln. Ach, in der Höhle drin ist das Lager. Höhle der Sonnenläufer, Ort entdeckt. Was ist das da oben für eine Leiste? Ach, brennen das Izila-Lager nieder. Das ist wie viel niedergebrannt ist wahrscheinlich. So, das brennt schon mal. Ich mach das mal mit einer Keule. Da kann ich einfach hinlaufen. Und das anzünden so. Dann sind wir damit eindeutig schneller unterwegs. Hier, wenn ich jedes Mal einen Pfeil anzünde. Ah. Wir kriegen Besuch. Meine gezähnte Bestie kann das Ziel nicht erreichen. Dann kommt die hier nicht rein. Ich meine, Löwe nicht hier, doch. Lieber einmal treffen lassen und dann selber treffen. Nämlich genau so. Als
überhektisch schießen, das bringt nämlich gar nichts. So. Wir fackeln weiter. Auch uns selber an, ist nicht so toll. Da kommt die Verstärkung. Na. So. So. Den da hinten treffe ich so nicht. Alter, wie viele Izila wir hier schon platt gemacht haben. So viel dazu. Erfolg freigeschaltet, Scharfschütze. Das bringt ja auch nichts, darum zu rutschen. Alter, wie viele Izila wir hier gerade niedermetzen. Das ist echt krass. Guckt euch das mal an. Alter. So, das ist alles schon angezündet hier. So, das brennt auch. Da kommt wieder Nachschub. Alter. Upsi. Ich heile mich mal ganz kurz. Da darf ich nicht zu leichtsinnig werden. Unsere Beste ist draufgegangen. Dann wird's jetzt interessant. Alter. So, er. Heilen. Kopfschüsse sind einfach immer noch das Effektivste. Unser Löwe ist fast tot. Ich sollte den mal ganz kurz wiederbeleben. So, der ist wieder am Start. Upsi. Alter. Wie krass einfach. So, wir heilen unseren Löwen mal. Und ich hole mir mal ganze Pfeile zurück. Und der her. Danke, mein Löwe. Mein Bogen ist auf die im Nahkampf eben nicht ganz so praktisch. Irgendwas fehlt noch. Ein klitzekleines Teil müssen wir noch anzünden. Irgendwas hier. Ich will aber erstmal kurz hier alle durchsuchen. Die Zeit mir mal nehmen, wenn wir schon mal hier sind. Kriegen dann nämlich auch jede Menge Krempel, das wir brauchen können, den wir brauchen können. Ich habe jetzt gleich auch noch mal einen Pfeil angezündet. Wollte ich gar nicht. So viele, das ist echt minimal krass. Wir kriegen auch Pfeile wieder. Nebenher. Hier muss irgendwo noch einer sein. Hier. So, zwei Pfeile will ich noch wieder haben. Den habe ich doch. Ich habe den doch durchsucht. Anscheinend nicht. Dann jetzt die Herrschaften hier noch. Die Zeit will ich mir jetzt einfach mal nehmen, weil so viele sind. Weil wir da auch jede Menge Krempel bekommen, den wir brauchen können. So, was fehlt denn jetzt noch? Das brennt jetzt auch noch. Tja. War's das jetzt, oder fehlt noch irgendwas, was wir anzünden müssen? Ach, der mittlere Stützpfeiler. Oh, das dürfte es gewesen sein.
denke ich mal. Okay. Zerstörung vollständig, entkommen aus dem Gebiet. Komm mit, mein Löwe. Jetzt kracht die Höhle nämlich normalerweise zusammen, wenn wir haben die ganzen Stützpfeiler angezündet. Da geht's raus. Das Feuer machen wir aus und den Bogen wieder. Munition voll. Sehr schön, Löwe kommt noch. Stammeskonflikt vernichten, Erfolg. Aber wie wir die vernichtet haben, ist schon krass. Fähigkeiten, okay, nur ein Punkt. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns jetzt als nächstes das Lagerfeuer hier. Das ist da hinten irgendwo. Wir machen Fortschritte, aber manches dauert eben dann doch ein bisschen länger wie geplant. Aber wir kommen trotzdem voran. So, das Lagerfeuer haben wir. Na, das meine ich, jetzt sind wir hier. So, hallo. Lagerfeuer. Okay, jetzt können wir es anzünden. Ich weiß gar nicht, ob es einen Unterschied macht, ob wir das anzünden oder nicht. So, wir müssen wieder Angreifer abwehren. Den treffe ich so nicht. Lol, als ob. Hat den auch noch getroffen. So. Irgendwo ist noch ein Udam, glaube ich. Ja, da. So ein Giftvogel. Zwei neue Dorfbewohner. Und das war's. Okay, dann sind wir hier auch durch. Dann würde ich sagen, geht's weiter zum nächsten Fragezeichen. Das ist da oben. Wie komme ich jetzt hier hoch? Hier an der Seite. So. Was ist jetzt hier? Ah, Wölfe. Die brauchen wir eh. Einen habe ich erwischt. Den anderen weniger. Aber der kann ruhig nochmal kommen. Seltenes Weißwolffell. Das war ein Weißwolf. Kein normaler. Ja klar. War ja auch weiß. So viel zum Thema. Ah, da ist irgendein Leopard, sowas. Den hätten wir eigentlich auch zähmen können. Aber egal. Ah, ist der Herr Wolf. Na, ah, hat leider nicht den Wolf markiert, so wie ich wollte. Das wollte ich machen. Ist der den Wolf jagt? Das sind Izila, die jagen einen Bär. Zielerblatt. Der Bär lebt noch. Ja, dann kann ich mal probieren, den zu zähmen. Das wäre natürlich der Obershit. Wie die andere Beste, er fühlt mir jetzt dazwischen. Ach, der hat den. Scheiße, der hat den Köder schon gefressen gehabt. Das ist natürlich ungünstig. Was rennt denn da jetzt noch rum, der Wolf? Lässt du das jetzt mal bitte? Mann, der Bär hat den Köder mega schnell gefressen. Da war ich ein bisschen zu langsam. Aber ich gehe den gleich noch suchen, wenn ich den zähmen könnte. Wäre natürlich auch cool, weil der Bär ist natürlich der absolute Obertank von den Tieren. Jetzt ist die Frage, wo ist der hin? Da ist er. Nicht auf den Köder. Das ist schade. Ich probiere es jetzt einfach weiter. Irgendwann muss es ja klappen. Da wäre jetzt schnellere Bewegung in der Hocke ziemlich praktisch.
Riecht er den? Ja. Schmeiß mal noch einen hin, nur zur Sicherheit. Komm schon, Salmon. Komm, 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 komm. Yes, man. Erfolg freigeschaltet, Menagerie. Hey. Großer. Da muss ich schon hochgucken. Clubaktion beendet. Vom Ubisoft Club. Großer. Alter. Das ist natürlich mega nice. Jetzt haben wir auch noch den Riesen. Braunbär. Moment mal. Mal kurz so. Kann ich ihn jetzt streicheln? Kann ich den nicht? Als ob ich den nicht streicheln kann. Ich will den streicheln. Geht das nicht? Vielleicht geht das nur jetzt nicht. Ich weiß nicht. Mal gucken. Ja, sehr schön. Oh, so großer, großer pelziger Brummelbär. Das ist natürlich nice. Der hat 4-3-2. Unser Löwe hatte 4-3-3. Der hatte noch ein bisschen mehr Schleichen. Aber das ist jetzt egal. Er zieht gegnerische Angriffe auf sich, findet und bringt dir Rohstoffe, während du herumstehst. Und diese Bestie kann geritten werden. Oh, nice. Ich guck mal ganz kurz. Falsches Ding. Wo ist denn Bestien reiten? Da nicht. Wo kann ich denn das lernen, Bestienreiter? Ich guck gerade nur. Ach hier. Bei Karush. Dann müssen wir erstmal seine Hütte bauen. Reite. Hier ist Mammutreiter. Nähre dich einem jungen Mammut und halt X gedrückt, um es zu reiten. Okay, das ist natürlich nice. Und wir können wie gewohnt unsere Waffen einsetzen. Das heißt, ich kann von dem Rücken mit dem Bogen aus. Das ist natürlich nice. Reite mehr Bestien, nachdem du sie gezähnt hast. Säbelzahntiger und Blutfang-Säbelzahn-Braunbär. Okay, es gilt die Mammutreitersteuerung, also genau das gleiche. Wir müssen aber erst Mammutreiter frei schalten, dann brauchen wir 4 Punkte und Karus Hütte wahrscheinlich auch noch auf Level 2. Würde ich mal stark schätzen. Okay, wir machen hier weiter, da ist irgendein Help-Dingsbums wieder. Wir müssen irgendwelche, ja, tötet die Angreifer und rettet die gefangenen Ranger. Wieder irgend sowas. Hier bin ich. Der hat nichts gerafft. Und zwar absolut gar nichts. Den binden wir los und hätten das damit erledigt. Wir waren eigentlich auf dem Weg zu dem... Oh, Elch. Ich lasse ihn mal in Ruhe. Wenn wir dann irgendwann mal einen Elch jagen müssen, dann können wir das ja immer noch tun. Ein neuer Dorfbewohner. 61 jetzt insgesamt schon. Unser Dorf wächst und wächst. Sehr schön. Naimin, der Geisterort entdeckt. Das war das Fragezeichen hier. Dann geht's weiter zum nächsten. Muss ja irgendwie hoch. Kann ich irgendwo da hochklettern hier? Hier kann ich klettern. Und da auch. Nochmal. Hups. Takar ist gut in Form. Das ist immer gut. Und dass wir jetzt einen Bär haben, ist echt mega cool. Der ist jetzt halt im Verhältnis zu einem Löwe schon nochmal von den Werten her nicht, aber so allgemein schon nochmal ein ganz anderes Kaliber. Hier hat es jede Menge Wölfe, das ist natürlich praktisch, weil ich Wolfsfell brauche. Mein Bär darf mal ran. Der hat nicht getroffen. Der auch nicht. Ich versieb hier gerade jede Menge Muni, habe ich so das Gefühl. So, mein Bär. Da hinten irgendwo getötet. Den einen Wolf.
Hier. Und da hat er gerade den nächsten gerissen. Hat er sich ein Leckerli verdient. Hey. Genau. Nam nam. Er kann es aus der Luft fangen. Und hier hat es jetzt Mammuts. Das heißt, wenn wir jetzt den einen Skill hätten, könnten wir jetzt rein theoretisch uns schon einen Mammut zähmen. Haben wir aber leider nicht. Da hat es auch noch Gegner. Das sind keine Gegner, das sind Venture. Wir wollten eigentlich wohin? Hierhin. Wir brauchen eine Armdwarei. Wir können hier ein Totem aufstellen. Geistertotem 2 von 12. Haben wir aufgestellt. Fähigkeiten, jetzt haben wir 2 Punkte. Aber ich will die aufheben, bis wir Karus Hütte haben. Weil wir dann das mit den Mammuts machen können. Ein Wolfsfell fehlt noch, ein einziges. Komm, wir werden doch wohl noch einen Wolf finden. Das kann ich mir jetzt nicht erzählen, dass es an einem Wolf scheitert. Das ist ein Elch. Dann den einen Wolf, den ich gesehen habe, war nur ein Weißer, der noch übrig war. Da hat es Mammuts. Aber keine Wölfe mehr. Da hinten ist irgendein Riesenbär. Das ist wahrscheinlich der Narbenhöhlenbär oder wie auch immer der heißt. Das absolute Riesenviech. Da hat es Wölfe. Na, der geht in die Buchse. Das darf mein Bär machen. Er ist noch nicht tot. Ich dachte schon. Ach du Scheiße. Das Mammut hat mal ganz kurz meinen Bär weggeräumt. Dabei sollte der Bär das Mammut doch gar nicht angreifen. Ich wollte das Mammut eigentlich voll in Ruhe lassen. So, wir heilen mal unseren Bär, der da leicht unter die Räder kam gegen den Mammut. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Der sollte sich gar nicht mit dem anstressen. Da kommt ein Udam. Ach, scheiße. Dann halt jetzt. So. Alter. Weg. Weg. Junge. Was hat denn das Mammut für Aggressionen? Entspann dich mal bitte. So, ganz kurz meinen Bär wiederbeleben. Und dann nochmal heilen. Und geh aus dem Feuer raus, das ist nicht so gesund, mein Freund. So, und bevor wir jetzt wieder angegriffen werden, reise ich jetzt zurück in unser Dorf. Und dann können wir in der nächsten Folge die Hütte bauen. Uns Mammutsämen erlernen. Ach ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn wir Mammuts und Bären und Säbelzahntiger reiten können. Auf jeden Fall kümmern wir uns darum in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.